berichtet. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wieder Samstag, wieder Verantwortungstreff oder Samstag, älteste Telefonkonferenz von Schenker-Bewegung. In einem Satz gesagt, das Besondere ist, dass für uns die freie Argumentekultur der Lebensnerv ist für echt sinnvolles Talken und für entsprechende Austauschplattformen, wo wir auch versuchen, eine Zukunftskonferenz mit fairer Offenheit für alle Lösungsvorschläge da heraus ins Leben zu rufen. Und gleichzeitig ist das Erlebensnerv für echtes Kommuneleben, weshalb wir uns als virtuellen Kommune-Keimling auch verstehen. Und da wird eine tolle Anzeige mal gemacht, wo wir das auch anbieten für andere Menschen, dass wir zu dieser freien Argumentekultur hinführen und alle mit den Füßen den Weg und die Abstimmung in die glücklichste und revolutionäre Lebensform nehmen können. Näheres findet ihr, was hier bei dem Video bestimmt auch drunter dann verlinkt wird, in dem Forums-Thread in unserem Freie-Argumente-Forum www.freie-argumente-kultur.de. Technisch machen wir es als Redekreis und geben mit bestimmten Minuten, die jeder spricht, dann aneinander den Redestab weiter. Und damit gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Bill. Ja. Ja, vielen Dank. Jetzt müssten mich sowohl die Fernsehzuschauer gut hören, als auch der FF gut hören. Jetzt müsste eigentlich alles okay sein. Der Henning nickt auch schon. Dann kann ich ja beginnen. Ja, wir, der Weltrat, die Next Scientists for Future, sind ja auch eingeladen worden zum New World Economic Forum als Unterteil des Samstalks und des Montalks. Weil diese Talks sind ja multifunktional. Wir können ja hier sogar Kommunenplenum machen oder Gemeinschaftsplenum machen. Ja, und mein Thema heute ist wirklich die vielleicht größte und brisanteste Entdeckung des Weltrates überhaupt. Und das hat sich so gezeigt, dass das auch die größte Bildungslücke von allen ist. Dass wir typisch für den größten Irrtum aller Zeiten der Menschheit ist das Buch von dem Greenpeace-Begründer und Footwatch-Begründer Thilo Bode, dass er schreibt, die Diktatur der Konzerne heißt sein Buch. Und das zeigt diesen ganz großen Irrtum überhaupt. Die Konzerne sind zwar auch total gefährlich, vergiften uns mit Sondermüll, Nahrungssondermüll, vergiften uns, machen uns alle tablettensüchtig oder tablettenabhängig im im Gesundheitsspartenbereich und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber viel gefährlicher als diese Industriesparten sind diejenigen Sparten, die profitieren, die Profiteure gescheiterten Lebens, die sind gefährlicher, weil die ganze Staaten ruinieren können. Und das ist das ist jetzt uns immer deutlicher geworden, dass wir darüber eigentlich immer zuerst sprechen müssen. Was sind Profiteure von gescheitertem Leben? Der Arbeitsamtmitarbeiter macht dann die größte Karriere, wenn es nicht weniger Arbeitslose gibt, sondern möglichst noch mehr Arbeitslose gibt. Denn dann entstehen neue Aufstiegschancen, neue Karrierechancen, die nicht entstehen, wenn die Zahl der Arbeitslosen weniger wird. Dann, was ist mit den Sozialsparten, zum Beispiel den anderen Sozialsparten? Ja, je mehr Obdachlose, je mehr verwahrlostes Leben, desto mehr werden Sozialarbeiter und Sozialpädagogen gebraucht, um diese Leute zu betreuen. Das heißt, je mehr gescheitertes Leben es gibt, desto mehr Karrierechancen und Verdienstchancen für Sozialspartler.
Die Weltsozialsparkler, die leben davon, dass es möglichst viele Hungernde in der Welt gibt und möglichst ganze Generationen von Hunger, Armut, Hunger, Armut, Hunger, Armut in der dritten Welt gibt. Denn sonst könnten sie keine Spenden mehr sammeln und dann die sozusagen die Gehälter der Geschäftsführer könnten dann nicht mehr so großzügig ausfallen, ne? Und dann haben wir noch die Sparte, die innere Sicherheit, Gefängnisse, Gefängniswärter, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Polizisten. Alle können sich bereichern an kriminell gescheitertem Leben, denn ich betrachte kriminelles Leben auch als gescheitertes Leben, ein gescheiterter Lebensansatz. Aber immer verdient davon jemand. Und jetzt ist dann die größte Entdeckung ja gewesen, dass jede dieser Sparten die ganze Gesellschaft vollpumpt mit Irrtümern, mit vorteilbringenden Irrtümern, die Gesellschaft einer Gehirnwäsche unterziehen, die dazu führt, dass sie letztendlich, und das zeige ich nochmal kurz mit der Gehirnwäsche, ja, ich gucke gerade mal, ob ich das Bild so schnell finde hier in den Schaubildern, ja, Das ist es. Ja, das ist das Schaubild. Der Henning kann es sehen. Die Fernsehzuschauer, Live-Zuschauer sehen es auch sehr gut. Ja, die sehen es super, ziemlich gut. Da haben wir zum Beispiel die Sozialsparten, da steht jetzt viele Sparten nicht, ja. Sparten innere Sicherheit, Weltsozialsparten und so weiter. Und da diffundieren einerseits von den Konzernen sehr oft auch Geldscheine raus. Aber entscheidend ist, dass die einfach so viel Manpower haben, diese Sozialsparten. Ich habe das Piepen gehört, ich mache noch den Gedanken zu Ende. Dass also alles infiziert wird von diesen Killerviren des Geistes, den vorteilbringenden Irrtümern, sodass alle durchmanipuliert sind und dann Irrtümer für gut halten, die am Ende aber den Staat zerstören und mehr Arbeitslose, mehr Obdachlose, mehr Kriminelle, mehr leidende Menschen, mehr Armut, mehr Hunger in der Welt erzeugen. Und alle denken, das wären gute Ideen. Aber es ist reine Schädigung. Ja, ich gebe weiter. So, mein Mikrofon ist an. Ich bedanke mich für das Wort und möchte meinen Beitrag dazu leisten als Botschafter der physisch lebendigen Erde. Und als Botschafter der physisch lebendigen Erde kann ich auch nur von lebendigen Wirklichkeit reden und sprechen. Und die lebendige Wirklichkeit ist für den Botschafter der physisch lebendigen Erde einzig und allein die Wirklichkeit der schöpferischen Ordnung und der Schöpfergesetze. Und solange wir die Schöpfergesetze nicht achten oder missachten, weil wir uns auf irdische Gesetzgebung von Politikern festhalten oder in einem fehlerhaften Glauben festhalten an irdische Gesetze, die letztendlich gegen die kosmische Ordnung oder gegen die Schöpfergesetze verstoßen oder dagegen arbeiten, weil es gibt im Universum vom Prinzip her eigentlich nur zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist, dass Einigkeit und Einigwerden, Einswerden in der Kreation von Leben, in der Formbringung von Leben, in der Kompression von Lichtfrequenzen, also von Energien. Und das andere Prinzip ist das spaltende Prinzip, das trennende Prinzip. Um Lebenordnungen, die diesem Spaltungsprinzip nicht standhalten, eben wieder zurückgebracht werden in die Urform, in die einfache Lichtform. Und diese beiden Prinzipien, die wiederholen sich oder beziehungsweise die sind sowohl zeitgleich durch Tag und Nacht im 24-Stunden-Zyklus, aber es gibt auch noch einen größeren Zyklus, der 25.920 Jahre dauert, wo die Erde sich mit der Sonne durch die 12 Sternkreiszeichen bewegt.
Und in diesem 25.920 Jahre Zyklus haben wir einen Zyklus von 2880 Jahren an dem Kali Yuga, also der Kali Yuga Zeit, also wo die Trennung ist und stattfindet oder Kräfte auf der Erde wirken, wo eben diese Trennung und Spaltung bewirken. Und deswegen können wir auch eigentlich gar keinen Menschen Schuld geben zu dem, was er tut und was er macht, weil wir sind alle weniger bewusst dessen, was wir eigentlich uns gegenseitig antun, weil wir eben in der Spaltung leben oder in der Trennung. Und zu dieser Trennung gehört es halt eben einfach, dass wir ja in der Missachtung der Schöpfergesetze, beziehungsweise wir dürfen wieder lernen, die Schöpfergesetze zu achten. Und das ist die Achtsamkeit, die Harmonie, das Gleichgewicht der Kräfte allen Lebens sowie die Liebe und natürlich das Ganze in der Kooperation, in der Kommunikation und im Konsens. Und Demokratie hat nichts mit Konsens zu tun. Demokratie ist letztendlich ein Prozess der Spaltung und der Trennung, weil es wird immer eine Mehrheit in eine Minderheit gespalten. Und irgendwann ist die Minderheit, wie wir es jetzt gerade erleben, die Demokratie eine Diktatur, weil dann wenige nur noch bestimmen. Und das ist das Dilemma, was wir in dieser Zeit eigentlich erkennen dürfen. Wir brauchen es nur erkennen, bewusst werden und die Schöpferordnung wieder anerkennen und auch nach der Schöpferordnung zu leben. Und dann sind wir wieder in der Harmonie und sind auch wieder im Einklang mit allem, was ist und was auf der Erde wirkt. Und das macht auch gesund und nicht krank. Und dafür brauchen wir auch keine Spritzen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das Leben in der Freiheit, in der Qualität und in der Quantität von dem, wie wir es glücklich und zusammen erleben dürfen. Weil es hat niemand ein Recht, jemand anderen etwas vorzuschreiben. Das gibt es nicht. Damit gebe ich dann weiter erst einmal. Wir hören dich. Ja, danke den Vorrednern. Danke den Vorrednern. Ich bin immer fasziniert von tollen Einsichten, die man so zusammenführen kann, also alle möglichen Puzzleteile zusammensetzen kann. Wobei ich gleichzeitig immer extrem nüchtern bin und mich frage, was ist das Entscheidende, worauf es letztlich ankommt. Und egal, ob uns eine Diktatur der Konzerne bedroht oder eine Diktatur der Sozialspartner, wo ich es sehr gut finde, wenn die Entwicklung sich umdrehen würde, also dass die Leute nicht dafür arbeiten, Geld mit Bedürftigen zu verdienen und dann vielleicht auch sich freuen, wenn es viele Bedürftige gibt, sondern dass sie, wenn sie überhaupt noch Geld verdienen, dann Geld verdienen für die Verringerung der Bedürftigen, für die Erlösung aus ihrem Elendszustand. Das ist alles ganz toll und ich finde auch die göttlichen Schöpfungsgesetze und dass das die Liebe ist und dass wir dafür schenken sollten, so frei geben und Menschen geschwisterlich miteinander teilen sollen, das finde ich auch ganz genial. Ich stelle mir halt nur immer die Frage, was ist das Minimum, was wir so an Übereinstimmung unter uns erstmal brauchen, um die entscheidendsten Schritte machen zu können. Und also nicht, dass wir am Ende über Einzelaspekte oder Einzelweisheiten nicht zur Einigung kommen, während das Wesentliche aber auch ohne diese Einigung schon möglich wäre. Und da bin ich der Auffassung, dass es erst einmal reichen würde, wenn wir Menschen sagen, wir wollen vernünftig und verantwortlich leben und so auch miteinander umgehen, also in diesem Sinne als gleichberechtigte Geistwesen, sage ich jetzt mal, oder Vernunftseelen, miteinander fürs Wohl des Ganzen planen und in diesem Sinne wird man sich dann auch eben als Menschengeschwister verstehen.
Also das, glaube ich, kann ein Minimalkonsens sein, ein sinnvoller Minimalkonsens. Deshalb die von mir gegründete Schenker-Bewegung hat da in einem Satz formuliert, auch auf unserer Hauptwebsite global-nav.eu, das so zusammengefasst, als globale Konsensgeschwister das Nötige gemeinsam planen in freier Argumentekultur. Und wenn man das so sieht, das könnte man ja machen, egal welche Diktatur man fürchtet. Man wird alle unvernünftigen oder unverantwortlichen Diktaturen fürchten. Und man wird sich über alle Quellen der Erleuchtung, der Liebe, des Gotteskontaktes, wird man sich freuen können. Aber egal, ob man das dann hat oder nicht, oder ob jetzt jemand dazu sehr zweifelt oder sagt eben, er glaubt gar nicht an Gott oder was auch immer, man wird sich verbinden können in diesem rein vernünftigen, verantwortlichen Ansatz, als gemeinsame geistige Wesen hier die Verantwortung für unser Handeln in der Welt übernehmen und so sich als gleichberechtigte Vernunftseelen achten und behandeln. Dabei wird man aus meiner Sicht dazu kommen, dass die gefährlichste Diktatur die Diktatur der Korruption ist in jedem von uns. Also bevor wir jetzt hier angefangen haben heute mit dem Talk, hatte ich mit dem Dylan schon ein Vorgespräch. Und da ging es wieder um die Frage, warum sind denn hier so überhaupt so wenig Leute? Wir wollen die wichtigsten Dinge auf lösungseffektivste Weise angehen und die Leute sind gar nicht da. Ja, da habe ich schon zu Dylan gesagt, im Wikipedia-Artikel über mich gibt es da ein Interview von, wann war das, 2021, Beuys-Jahr, wo ein Kunstdozent zu mir gekommen ist, um mich zu interviewen. Und da ging es erstmal um die Frage, warum viele andere, die angesprochen haben, die erst Interesse gezeigt haben, im Endeffekt nicht mitgekommen sind. Und da reden wir auch drüber. Und ich sage dann als Antwort, dass es bei mir eben keinen Alternativkonsum gibt. Weil die normalen Bürger, die wollen den Konsum im Supermarkt sich aussuchen, was ihnen gefällt, egal ob das vernünftig oder verantwortlich ist. Die Alternativen suchen sich irgendwelche Lieblingsaspekte aus, aber sie schauen auch nicht, ob das im Ganzen jetzt das Beste ist, vernünftig und verantwortlich. Also ob sie vielleicht einen Lieblingsaspekt über das Wichtigere einordnen. Das wollen sie nicht, sondern sie wollen sich nach Gefallen was aussuchen. Und so war ich damit denen einig, das große Problem ist, dass die Menschen nicht danach gehen wollen, was hat die besten Argumente, sondern was befriedigt irgendein anderes Gefallen oder irgendeine andere Art von Durchsetzung gegeneinander. Und diese Diktatur der Korruption in unserem Inneren, in jedem von uns, die ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Schlüssel. Ja, da werde ich das bieten, genau, komme ich zum Ende. Diese Korruption in uns, die Willkürsucht, dieses ich mache, was ich will, auch wenn es nicht das Vernünftige und Verantwortliche ist. Und da fühle ich mich frei bei, eben Willkürfreiheit. Das ist eine ganz tiefe Wurzel, die uns hindert und wir müssten irgendwie, ja, nicht das als so beglückend ansehen, sondern uns so mit der Vernunftseele in uns auch identifizieren, da unser Wesen und Glück drin sehen, dass wir uns nicht mehr davon wegkorrumpieren lassen würden. Ja, so viel mal als Eingangsbeitrag von mir und ich gebe wieder weiter. Ja, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. Ja, und das ist ja das sozusagen, ich schaue noch mal nach der richtigen Bild hier erst einmal. Genau das, was Öffi eben gesagt hat, das ist genau das Entscheidende. Nämlich, dass die Leute durch die vorteilbringenden Irrtümer, die ich vorhin genannt habe, so durchmanipuliert sind, dass sie eben es gar nicht für wichtig halten, nach Argumenten und nach Argumentequalität abzuwägen und alle an einen Tisch zu bringen und dann das auszudiskutieren, sondern die vorteilbringenden Irrtümer, zum Beispiel der Sozialspaten, führen dazu, dass man dann, die beinhalten auch so etwas wie, und wenn ihr diesen
diese Sache glaubt, dann habt ihr recht und braucht auch mit anderen gar nicht mehr zu diskutieren, denn die spinnen alle. Zum Beispiel habe ich heute vor der Haustür wieder bei uns hier war eine Demo. Da ging es um Wohnen für alle und da waren auch viele Leute dabei, DKP und ein Plakat war ganz klar Enteignung. Ja, statt Eigenbedarf Enteignungsbedarf. Ja, und das sind so schöne, vorteilbringende Irrtümer. Und der Sozialspaten, denn wozu führt das? Ja, wenn man das nämlich argumentativ zu Ende denkt, dann passiert einfach Folgendes. Wenn ich die Hausbesitzer enteigne und das ankündige, dass ich sie enteignen will, dann werden diese Hausbesitzer sozusagen versuchen, so viel wie möglich ihres Vermögens noch zusammenzukriegen, vielleicht sozusagen, ja, solange es noch überhaupt was verkaufbar ist, dann schnell noch zu verkaufen, was geht, ihr Geld zusammenzupacken und ins Ausland abzuwandern und dort eben Häuser zu betreuen. Und dann wird dasselbe passieren, was in der DDR und in der Sowjetunion passiert ist, dass dann irgendwelche Behörden sich um die Häuser gekümmert haben, aber keine Ahnung davon hatten und die Häuser nach und nach immer mehr runterkommen und am Ende das alles Schrottimmobilien sind, weil eben nicht mehr gekonnt sich darum gekümmert wird, sondern irgendwie da rumgewurschtelt wird. Und in der DDR hatten wir dann solche schrecklichen Plattenbauten, die ich mal von innen sehen durfte dann auch und gesehen habe. Und ansonsten eine völlig runtergekommene Bausubstanz, völlig verfallene Häuser und katastrophale Straßen und so weiter. Aber genau das ist doch das, worum es den Sozialspaten, ohne dass es ihnen bewusst ist, geht. Impfe die Leute dazu, dass sie den Wahn bekommen, die Enteignung der Reichen, dass wir brauchen die Alpha-, Beta- und Gamma-Tiere nicht, die sind alle unwichtig, die können wir in den Arsch treten, die können verschwinden und wir machen dann, wir Omega-Tiere, wir machen dann unter uns, wir schaffen das, wir machen die ideale Welt und sind dann ganz leistungsfähig und haben dann eine ganz toll funktionierende Wirtschaft. Wenn wir die Großunternehmen nicht mehr von den ganzen Unternehmerfamilien gestalten lassen, sondern wenn wir die Omega-Tiere, die Mitarbeiter, den Betrieb in die eigene Hand nehmen und dann werden wir da auf dem Weltmarkt ganz toll reüssieren und Erfolg haben und in Wirklichkeit werden alle scheitern. Es wird zu Massenarbeitslosigkeiten kommen, weil die Fähigen das Land verlassen haben, weil die, die das wirklich können, weg sind, die Alpha, Beta, Gamma-Tiere weg sind und weil dann letztendlich immer mehr scheiterndes Leben entsteht und dann machen die Sozialspatler Karriere und da ihnen ja nicht bewusst ist, was sie da tun, machen sie so lange Karriere, bis dann der Staat so arm ist, dass er dann noch nicht mal mehr die Sozialspatler bezahlen kann. Also, dass er noch nicht mal mehr die gescheiterten Menschen, die arbeitslosen Menschen betreuen, dass er die noch nicht mal mehr bezahlen kann. Und dann aber sind diese hochqualifizierten Sozialspatler, müssen die auch das Land verlassen und gehen dann ins nächste Land und fangen an, dieses dann auch wieder zu plündern. Und das macht Marktwirtschaft. Und Öffi hat es vorhin schon angedeutet, das piepst jetzt, ich mache nur noch den Gedanken rund. Ich bin ja vom Weltrat und wir stehen ja für die GWO im Gegensatz zur GWÖ von Felber. Zur GWO, zur Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Und dort machen wir die Anreize so, dass die Sozialspatler nur noch dann Karriere machen, wenn sie dafür sorgen, dass es immer weniger Arbeitslose gibt. Und dann verschwinden auch solche unrealistischen Vorstellungen, dass die Enteignung uns wirklich mehr Gesundheit, mehr Glück, mehr Wohlfühlen und mehr Lebensqualität bringen würde. In Wirklichkeit schadet sie uns. Ich gebe weiter. Ja, danke für das Wort.
Und ich möchte einmal dazu anmerken, zu dem, was bis jetzt gesagt worden ist, und zwar einmal der Staat, der sich eigentlich dadurch begründet, dass jeder seinen Status oder jeder Mensch in einem Status lebt. Und der Status der Menschen geführt zu werden von einer Politik oder von einer Firma oder von Firmen, ändert sich momentan gerade dahingehend, dass der Status von den einzelnen Menschen sich wandelt, autark zu werden und die Führung selber zu übernehmen. Also die Eigenführung, die Eigenverantwortung. Und das führt letztendlich dazu, dass also der Wettbewerb, den wir momentan durch die Firmenstrukturen gelebt haben, im Kampf gegen das Ich und das Du, dass sich das wandelt in ein Wir-Denken, in ein Zusammenhaltsgefüge, dem Wir-Sein. Und im Wir-Denken gibt es dann auch eigentlich gar nicht mehr das Eigentum, sondern im Wir-Denken ist alles unser. Und so verschwindet einfach nur das Vermögen in eine andere Form. Das heißt, wir müssen niemanden etwas wegnehmen, wenn wir weiter in dieses Wir-Gefühl gehen, in dieses Wir-Denken, in den Zusammenhalt der Einheit und der Einigkeit. Und die Schöpfergesetze einfach wieder achten und das Leben achten und auch wieder selber denken und auch selbstständig werden, Mitschöpfer werden, dass wir Wächter am Leben werden, dass wir die Nahrung, die wir brauchen, uns eigentlich selbst erzeugen und uns nicht mehr abhängig davon machen, dass irgendeine Firma irgendetwas für mich herstellt, wofür ich dann erstmal für Geld arbeiten muss. Das fällt alles aus. Das ist überflüssig. Das ist dieser Tauschhandel ist ein dem normalen Leben übergestülptes Handeln, was eigentlich überflüssig ist. Und dieses überflüssige Handeln wird nur erzeugt dadurch, dass das wirkliche Leben in der Einfachheit, im Wir-Denken überlagert worden ist, dass die Herrschenden das 3D-Leben im Grunde genommen in eine Nichts-Dimension gelenkt hat, wo alles nur Theorie ist und alles aus dem Nichts geschaffen wird. Und auf der anderen Seite, wo die Esoteriker ihren Sitz haben, alles in Dimensionen gelenkt wurde, wo sie eigentlich nicht mehr der Wirklichkeit in der Dreidimensionalität im Jetzt, in dem lebendigen, ewigen Jetzt sind. Und wenn wir in dieses lebendige, ewige Jetzt gehen oder auch dem bewusst werden, dann kommen wir in einem Wir-Denken ganz normal, automatisch, ohne Kampf, ohne irgendwie, dass wir große Diskussionen führen müssen an einem großen, runden Tisch, sondern jeder geht in seine Selbstverantwortung, in seinen Status, in der Achtsamkeit, in der Liebe, in der Bedingungslosigkeit, so wie es letztendlich jede Geldmünze auch sagt oder uns auch zeigt. Ich kann es ja mal gerade zeigen hier. So eine Geldmünze, die hat nicht nur zweidimensionale Seiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Nein, sie ist ein dreidimensionales Wesen und symbolisiert eigentlich, dass wir die Bedingungen von der einen Seite zur anderen Seite immer in Einheit und in Einigkeit halten sollen. Und das eben in der Achtsamkeit zu den Schöpfergesetzen, wie im Großen, so im Kleinen, Ursache und Wirkung, Saat und Ernte. Und wenn die Menschheit in ihrem Status, jeder für sich, in diese Bedingungslosigkeit der Liebe, der Achtsamkeit und der Harmonie wieder gehen, dann kommen wir in einen Status oder kreieren selber einen Staat dieser Erde. Unabhängig von den Namen, welches Land damit ausgedrückt wird. Und das ist eigentlich das, was ich sehe und was ich als Botschaft rüberbringen möchte, dass die Menschen sich ihrem Denken, ihrem Handeln, in einem Wir-Bewusstsein sich der Dinge, die momentan jetzt passieren,
selber auflösen. Und damit möchte ich weitergeben, weil ich bin fertig. Konzepte haben, wie die gemeinwohlorientierte Ökonomie, oder wie es heißt, also die GWO, und die Wohlfühlstimme vor allem, von der ich sehr, sehr angetan bin als Konzept, weil sie die Menschen dazu bringt, wenigstens schon mal auf ihr eigenes langfristiges Wohlergehen zu schauen, statt nur auf schädliche Augenblickseffekte. Also die Korruption fängt ja ganz tief an, dass wir gar keine Lust haben zu gucken, was tut uns eigentlich gut oder was tut uns auf Dauer gut. Das ist wie beim Heroinabhängigen, der weiß, oh, eigentlich macht mich das ja kaputt, ne? Das ist die Konsequenz, ich gucke nicht drauf, dass es mich kaputt macht. Also da ist eben wirklich, bin ich der Ansicht, da die Menschen ganz weit weg sind davon, einfach die Augen aufzumachen, was ist das Wesentliche, was wir gemeinsam tun müssten, tun könnten, was unserem Wesen entspricht. Also diese freidenkende Verantwortungskommune, weil die so weit weg sind, sind auch alle Zwischenkonzepte natürlich wertvoll. Aber ich lade uns, also alle, die wir hier so sind, und ich finde es total toll, ne, dass der Dillen, der ist der sehr aufgeschlossen für Argumente, also lässt sich was sagen. Oder der denkt dann auch vorweg, also der ist auch ein sehr vorwärtsbrechender Denker. Und also ich finde es genial, dass er dann einfach hingegangen ist und hat gesagt, okay, Leute, also wir können doch hier diesen Kommune-Gedanken, können wir doch direkt auch leben und können andere dazu einladen. Meine Wohnung ist hier gleich so ein Kommune-Keimling, Kommune Köln-Süd. Und das können wir alle machen. Wir können alle sagen, trotz unserer Unterschiede, auch wertvollen Unterschiede, worin wir die Probleme sehen und was wir alles für Lösungsdimensionen sehen, wir können alle sagen, okay, freies Denken und Verantwortungskommune, da tun wir direkt für, was wir können. Ne? Also unsere Orte, also ich sage ja, ich will nicht mehr an irgendeinem Ort leben, wo irgendwie private Ecke ist, privates bürgerliches Nest. Nein, überall, wo ich bin, soll Kommuneversuch sein, direkte Kommune gelebt werden. Kann jeder, ne? Und da können wir uns im Wesentlichen über alle unterschiedlichen Akzente hinweg schon direkt zusammentun. Darüber hinaus sei noch gesagt, also ich versuche die Dinge voranzutreiben, die ich dann am meisten da für vorwärtsführend halte. Da bin ich mit Dillen auch wieder völlig einig. Der Versuch, so ein New Economic World Forum, wie heißt es? World Economic Forum? Oder eine Zukunftskonferenz mit fairer Offenheit für alle Ideen. Das muss man vorantreiben. Da habe ich erst gerade gestern Abend noch an, da gibt es so eine Institution, Organisation, NGO, hat die Adressen von all möglichen Zeitungen hier in Deutschland auch zusammengestellt, dass man die einfach dann so reinklicken kann in seine E-Mail, die man verschickt. Und da habe ich gestern an haufenweise Zeitungen auch die Einladung verschickt. Und ich sage ja, lasst uns auch gewaltfreie Aktionen machen, weil wir kommen mit unseren Argumenten jetzt nicht so richtig durch. Ne? Also die offizielle Politik will lieber irgendwelche Impfpflichten durchpeitschen oder so, statt hier nach besten Argumenten zu schauen. Die stärksten Argumente sind, wir können uns ungefährlich machen, indem wir in solche Freiraumkommunen oder Reservate zu gehen bereit sind. Müssten wir ja eh machen für die neuen Entscheidungsstrukturen. Und dann können wir dem System sagen, ey, wir machen uns total ungefährlich. Wir sind sozusagen bereit, freiwillig in die Quarantänelager zu gehen. Wir bringen die Quarantänelager zum Teil noch mit. Aber dann lasst uns auch in Ruhe. Dann können uns unsere Freiheitsrechte und die natürliche Gesundheit wichtiger sein als die Vorteile durch Anpassung an eure Impfindustrie und an die schleichende Aushöhlung der Freiheitsrechte, ne, für immer mehr Überwachungsdiktatur, digitale Überwachungsdiktatur. Ja, also das ist das stärkste Argument. Das wäre die oberste Antwort. Ich höre das Piepen, ja. Das wäre die oberste Antwort, um unsere freie Argumentekultur und Verantwortungskommunen leben zu können und in Ruhe gelassen zu werden, also mit Recht den Anspruch zu erheben, in Ruhe gelassen zu werden von den ganzen Zwangsmaßnahmen-Fans. Und solche gewaltfreien Aktionen mache ich so gut ich kann, ne, und hoffe dann wenigstens vor Gericht auch dazu argumentieren zu können, wenn es schon im argumentativ-politischen Bereich keine passende Bühne oder Gesprächsaufgeschlossenheit gibt. Nächsten Donnerstag habe ich den nächsten Gerichtsprozess dann, wo ich hingehe und sage, ja Leute, ich hoffe, ich finde jetzt hier eine passende Argumentationsmöglichkeit. Sonst muss ich auch weitermachen mit gewaltfreien Aktionen, bis ich ausreichende Argumentation finden kann. Okay, ich gebe weiter.
Ja, jetzt müsste ich wieder zu hören sein. Oh, ja, ich gehe mal davon aus, dass das klappt. Ja, also, ich mache mal noch das andere Beispiel. Zum Beispiel auch die Überlegung, Geld abschaffen. Ja, das klingt wieder so, ja, sozusagen raus aus Wettbewerb. Vielleicht auch raus aus Egoismus, hin zu einer Art Selbstlosigkeit. Aber diese Idee, dass die Geldabschaffung uns jetzt so als erste Strategie schon sofort etwas bringen würde, das ist eben wieder, da müssen wir wieder argumentieren und logisch die Argumentekette versuchen herzustellen. Was passiert denn, wenn ich den Menschen in Deutschland signalisiere, wir wollen jetzt den Staat ummodeln, wir wollen das Geld abschaffen? Dann sagt doch jede Person, die ihr ganzes Leben gearbeitet hat, die alte Frau, die ihr ganzes Leben geschuftet hat als Kassiererin und gerade mal jetzt lächerliche 100.000 Euro zur Verfügung hat, um sich noch einen schönen Rentenabend und Lebensabend irgendwie noch das eine oder andere gönnen zu können. Da sagt die doch, ja hoppla, wenn das Geld abgeschafft wird, dann ist es quasi so, als hätte ich nie gearbeitet und hätte nie gespart und nie geschuftet. Und das will man mir jetzt, nimmt man mir dann einfach weg und das ist dann einfach weg. Jemanden, der nur 300 Euro auf dem Konto hat, dem stört das wahrscheinlich nicht, wenn das Geld abgeschafft wird. Aber die Frau mit ihren 100.000 Euro, die wird sagen, ja hoppla, da muss ich auf meine alten Tage noch Deutschland verlassen und auswandern und aus irgendwo Asyl suchen und Asyl beantragen, damit ich sozusagen nicht jetzt da sozusagen enteignet werde durch die sofortige Geldabschaffung. Und meine ganze Lebensarbeit, das Ergebnis mir genommen wird. Und das kann ja sogar sein, dass vielleicht wir alle vielleicht wirklich glücklicher würden, wenn wir alle rausgingen nochmal, auch vorhin, auch das war das vom Henning auch, wenn wir rausgingen aus dem Tauschhandel. Das Problem ist ja, dass die Gefährlichkeit des Tauschhandels ja aus einem guten Grund übersehen wurde, weil er offensichtlich gewisse Vorteile bringt. Ich kann Dinge, die ich vorher selbst nicht erzeugen konnte, die kann ich eintauschen von anderen und kann, ja, also die Frage ist, ob es uns noch gelingen wird, ob wir die Menschheit in den Vortauschhandelszustand zurückbringen. Ich sage ja so, die Bonobos sind ja die Fastmenschen, die das Glück haben, dass sie ihr Gehirn nicht groß genug war, den Tauschhandel zu erfinden. Und die haben deswegen das Problem nicht. Und deswegen sind die ja auch so glücklich und so relativ friedlich, viel friedlicher als wir und so weiter, weil sie die Waffenhändler nicht haben, den Tauschhandel nicht haben und so weiter. Ja? Also ich fürchte, dass es nicht ganz leicht wird, die Menschheit zu überzeugen, wenn wir dahin zurückgehen würden, dass wir sagen, wir leben in Gemeinschaften von 150 Individuen, wie die natürliche Gruppengröße sein soll, nach laut neuester Forschungsergebnisse. Und dann müssen wir aber mit dem leben, was diese 150 erzeugen. Denn wenn wir, also alles, was diese 150 nicht herstellen, gibt es dann für uns nicht. Denn wir werden es erleben, dass die anderen Gemeinschaften nicht so selbstlos handeln werden, weil, wie gesagt, die Idee, dass der Mensch ein selbstloses Tier sei, die wurde wieder von den Sparten, die Profiteure sind, durch scheiterndes Leben in die Welt gesetzt, damit wir scheitern. Ja? Und da ist der entscheidende Punkt, ja, dass
wir sozusagen, wir werden von den anderen 150er Gemeinschaften nichts bekommen. Ja, denn vielleicht kommen wir dann wieder dahin, dass wir es haben wie die, oh, es piepst, aber ich mache den Gedanken noch rum, dass wir das wie die Indianer machen mit dem Potlach oder so, wo dann irgendwie eine Gruppe, die jetzt mal ein bisschen mehr Ernte hat, alle anderen zum Fest einlädt. Aber auch da hat man dann festgestellt, dass das ein Geben und Nehmen ist. Also jede der Gruppen muss auch mal was geben und auch wieder zurückgeben sozusagen. Und nur wenn sich das ausgleicht, ist das bei den Indianern so ein Korrektiv gewesen. Aber es ist irgendeine Form des Geben und Nehmens muss sich dann wieder herausbilden, wie dieses Potlach oder diese Schenkfeste, die aber eigentlich wieder ein Schenken sind. Ich schenke, damit du schenkst. Ich gebe, damit du gibst. Und da ist die Frage, ob es dann nicht sogar einfacher wäre, wieder Geld zu verwenden, ne? Weil das ja auch ein komplizierter Vorgang ist, das ungefähr im Gleichgewicht zu halten, ne? Aber ich gebe erst einmal weiter und ich fasse noch einmal meinen Gedanken zusammen, dass das ja alles nicht leicht ist. So, Moment. Jetzt kommt der Henning wieder, ja. Ja, danke für das Wort. Auch danke für die Frage, warum ich mich Botschafter der physisch lebendigen Erde nenne. Das hat mehrere Gründe und Ursachen. Der eine Grund ist, dass ich von Kind aus groß geworden bin in einer Gegend oder in der Nähe vom Asseschacht Konrad, wo also Atommüll eingelagert worden ist und ich die Politik hautnah erlebt hatte, was dort passiert und warum es dort passiert und dass also der Asseschacht oder der mittlerweile schon seit mehreren Jahren am Absaufen ist und das Grundwasser radioaktiv verseucht wird, weil wer die Gegend kennt, der weiß, dass es dort auch noch zwei weitere Salzschächte gegeben hat, die alle zuvor schon eingestürzt sind. Und dadurch, dass also jetzt Wasser einströmt, wird auch dem dritten Schacht, wo der Atommüll gelagert worden ist, auch irgendwann einstürzen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die andere Sache ist die, dass ich also aufgrund dieser Kindheit, die ich dort erlebt hatte oder mit dem Bewusstsein groß geworden bin, ich mich immer die Frage gehabt, woher ist oder was ist die Ursache von aller Gewalt und aller Kriege? Und das hat mich also letztendlich auch nach Peru geführt, wo ich hier lebe und hat mich auch mit dem Mediator der NATO, dem André Geneste, zusammengebracht, der also auch die Gewalt professionell an seiner Universität, an dem Covabo-Institut forscht. Und in diesem Kreis derjenigen, die ja so auch gegen die Gewalt abschaffen oder beziehungsweise die strukturelle Gewalt erklären wollen oder können, gibt es auch einen Professor Sosha Syth, der die Gewalt epigenetisch nachgewiesen hat. Das heißt also, wenn wir Gewalttraumen erleben, dann wird dieses Trauma über Generationen noch weiter vererbt und manifestiert sich auch in den Genen. Mir ist da in der Nazca-Linie aber der gegenläufige Prozess passiert, dass ich durch Erkenntnis, durch Anbindung an die kosmische Kommunikation, so wie es der Jakob Lorber hatte, der also die größte Literaturwerk geschrieben hat über die Stimme seines Herzens, weil er mit der kosmischen Kommunikation angebunden war über sein Herz. Oder auch eben der Irlmeier, der sehen konnte über die kosmische Kommunikation, dass der Russe irgendwann über Nacht am Rhein stehen würde. Und das sind also so Dinge, wo ich sage, dass die Menschen alle wieder diese kosmische Anbindung bekommen. Und diese kosmische Anbindung hatte ich, wie gesagt, in einem Erkenntnisprozess in der Nazca-Wüste 2014. Und dort wurde mir auch ein Bild gezeigt. Und dieses Bild habe ich die letzten 7 Jahre lang erforscht und herauszufinden, ob es auch in der Wirklichkeit
übereinstimmig ist. Und das hat sich also mit allem bestätigt, was ich erforscht habe. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Geschichten oder Erfindungen, sondern von Wirklichkeit, von wirklich wirkendem Licht. Das hat mich eigentlich dazu prädestiniert, gerade dessen, was also überhaupt auf der Erde passiert, wie die Erde ausgebeutet wird, um eine Fiktion Geld zu kreieren. Weil jeder, der eine Preisfindung macht, der will letztendlich oder beraubt der Erde oder auch den Menschen oder alles Leben auf der Erde immer der Fiktion des Geldwertes. Und da das Leben unendlich, unveräußerlich und unverhandelbar ist, ist jeder Gedanke in einem Geldwert ein Verbrechen gegen das Leben. Und das ist meine Aufgabe, den Menschen das zu sagen und ihnen in einer Bewusstwerdung deutlich zu machen, dass wer an Geld denkt, wieder der schöpferischen Ordnung lebt und somit zum Mittäter von am Leben minimierender Prozesse wird. Und wir sehen es in dem Ukraine-Krieg, der momentan tobt, dass es eigentlich letztendlich darum geht, die Bedingungen, die wir durch Vertrag eingegangen sind, alle wieder auflösen dürfen. Das ist ein Prozess, der passiert nicht von heute auf morgen, wobei es gibt 70 Spontanheilungen durch Lourdeswasser, die auch wieder gesund geworden sind von jetzt auf gleich, beziehungsweise innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und dieses Phänomen ist ein Phänomen des Licht oder des Lichts und des Lebens selber, der energetischen Prozesse. Und diese energetischen Prozesse kann ich sehen. Und ich sehe auch die strukturelle Gewalt in unserer Sprache, die wir sprechen und die uns ständig manipuliert. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit 6000 Jahren wird unsere Sprache manipuliert. Deswegen haben wir jetzt auf der Erde, über 500 verschiedene Sprachen oder Dialekte von den Völkern. Und diese wieder in die Einheit zu bekommen, da haben wir zwar eine gute Technik für, dass wir alles wieder in Google-Übersetzer sofort eruieren können, in die eigene Sprache umzusetzen, dass wir die Leute wieder verstehen. Und dieses Miteinander verstehen oder auch in die kosmische Anbindung zu kommen, dann verstehen wir uns auch alle wieder über unsere 12 Sinnesorgane. Und diese Kommunikation in Einheit, in Kooperation und in Konsens, sich wieder einig zu werden, auch, dass wir erkennen, dass wir Brüder sind, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, das macht alles oder löst letztendlich alles auf an den Bedingungen, die wir uns geschaffen haben, mit denen wir momentan leben. Und diese Bedingungen, die wir momentan leben, ist wieder der Schöpferordnung. Und damit gebe ich weiter. Wir hören. Luis! Danke. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht wäre Öffi dran. Ja gut, Henning, dann danke ich dir sehr für die Erklärung. Ich habe nicht alle Details verstanden, leider. Hier ist der Verkehr sehr laut und mein Telefon nicht so laut. Aber vielleicht kann ich die irgendwann nochmal auf dem Video oder sonst wie. Da bin ich natürlich sehr neugierig, was da weiter passieren wird. Fand ich auch berührend. Danke. Und dann danke ich den Vorsagern insgesamt und gehe wieder weiter. Danke. Ja, dann mache ich weiter. Danke den Vorrednern. Ja, und ich reite noch mal ein bisschen auf dem rum, was ich da vorhin sagen wollte. Also zwischen denen, die sagen, wir wollen das Richtige tun, so gut wir es erkennen können. Zwischen denen ist es möglich, dieses Leben der freien Vernunftseelen, der freien Argumentekultur, der darauf gründenden Argumentegleichberechtigung und dann Menschengeschwisterlichkeit
Also dass man geschwisterlich die Entscheidungen teilt, das miteinander planen und da wird man auch alles andere miteinander teilen wollen. Also unter denen, die sagen, wir möchten das tun, was als Richtigstes rauskommt, als Vernünftiges rauskommt. Unter denen ist egal, was sie sonst noch denken, einfach der Schritt, so miteinander freie Argumentkultur zu machen und solche menschengeschwisterlichen Kommunen zu bilden und vorzuleben, das Minimalkonsensigste, das, worauf sie sich ja dann alle verständigen könnten und miteinander dann solche Leuchtzeichen, solche Leuchtlebensformen praktizieren können. Deshalb meine dringende Einladung an alle hier, macht's wie Dylan, erklärt euren Ort auf jeden Fall nicht mehr zum privaten Nest, sondern macht es zur freien Argumente- und Verantwortungskommune. Keiner, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch so diese Radikalität wählen, zu sagen, ich lebe an keinem Ort mehr, der nicht offen ist für solche freie Argumente- und Verantwortungskommune. Ich lasse mich nicht mehr in irgendein bürgerliches Nest klein drücken. Und dann lasst uns gemeinsam immer gucken, was können wir an gewaltfreien Aktionen machen, um dieses freie Argumentieren immer kräftiger auf die Bühnen zu bringen und die stärksten Argumente durchzubringen. Das stärkste Argument wird auch da eben sein, lasst uns in solchen freien Kommunen leben, toleriert das wenigstens. Da können wir uns auch und unser Leben so gestalten, dass wir für euch nicht gefährlich sind, dass wir euch nichts wegnehmen wollen, dass wir euch nicht irgendwie Gewalt antun wollen oder euch fremdbestimmen oder fremd beherrschen wollen. Das könnte euch am leichtesten fallen, uns da zu tolerieren. Und es gibt keine vernünftigen Argumente dann, warum ihr uns irgendwie auch ja Unterdrückungsanpassungszwangsmaßnahmen antun müsstet. Also lasst uns die freie Argumente- und Verantwortungskommune vorleben. Lasst uns gewaltfreie Aktionen machen. Also außerdem der Vorbildwirkung, dass die Leute durch unser Ausstrahlen am besten zu uns gerannt kommen. Aber lasst uns ansonsten gewaltfreie Aktionen machen, womit wir es auf die Bühne bringen und die stärksten Argumente richtig kräftig leuchten lassen können, ausreichend kräftig leuchten lassen können. Ja, das war mir jetzt nochmal ganz wichtig. Und insofern, ich stimme gleichzeitig denen zu. Geld abschaffen nur für die, die es wollen. Also ich würde es für schädlich halten, zu Leuten hinzugehen und sagen, wir nehmen euch euer Geld weg. Das stimmt, dann vertreibt man sie eher, solange sie noch irgendwo hinfliehen können, wohin sie ihr Geld dann über die Runden retten können oder auf die Insel retten können. Und ist auch gar nicht das, was uns zusteht, ist auch gar nicht der Weg. Also der Weg der vernünftigen, friedlichen Menschen ist es, vernünftig und friedlich die anderen zu überzeugen, durchs eigene Beispiel, durch die Argumente und das eigene gelebte Vorbild, ja. Und zumindest ist es vernünftig, das erstmal zu praktizieren und auszureizen, soweit wie es geht. Und dann kann man immer noch überlegen, ob es Ausnahmen gäbe, wo man auch andere Mittel einsetzen könnte oder müsste. Aber erstmal die richtigen Mittel ausreizen, die man eigentlich schön und menschengemäß und zukunftsfähig findet. Immer erstmal ausreizen, wie weit man damit kommt. Und ich glaube, man kommt damit zumindest ausreichend weit. Ne? Also immerhin habe ich jetzt in den 30 Jahren, die ich da Schenker bewegen oder bewegen für ganzheitliche Nachhaltigkeit, versuche immer mehr vorwärts zu bringen. Wir haben Orte, wir haben ein ganz kleines Netz von Menschen, aber die würden, denke ich mal, ein Stück weit eben füreinander auch einstehen. Und ein Mensch, mit dem man ehrlich denken kann und Menschengeschwister füreinander sein kann, ist tausendmal mehr wert als die Milliardenkunden. Also von daher, Jungs und Mädels, lasst uns da im Wesentlichen sein und daraus am meisten machen. Ja, den aktuellen Stand bei mir hatte ich gesagt, ich lebe in Kommunen, ich mache weiter 2 Mediationen für Gemeinschaften, Gemeinschaftsprojekte hier drumherum. Und ja, bin dabei, mich vorzubereiten, möglichst viel Werbung zu machen für das New Economic World Economic Forum oder Zukunftskonferenz und dass ich wenigstens einen Richter vielleicht dazu bringe, sich auf Argumentieren einzulassen, wenn es die Politiker schon zu wenig tun. Ja, da habe ich das Piepen gehört, also ich sage das jetzt normal, versuche bei gewaltfreien Aktionen wenigstens einen Richter vielleicht dazu zu bekommen, dass er sich echt aufs Argumentieren einlässt, wenn es schon die Politiker viel zu wenig tun. Ja, ich gebe weiter.
So, jetzt müsste ich ja wieder zu hören sein. So, dann lege ich mal los. Ja, also, was ich vorhin so lange erklärt habe, ist ja, dass die größte Erkenntnis vom Weltrat sie sei, dass diejenigen Sparten der Gesellschaft im Rahmen der Diktatur der Sparten, die die Marktwirtschaft darstellt, dass die genau diejenigen vorteilbringenden Irrtümer ausstreuen, die scheiterndes Leben produzieren, weil sie zu viel wollen, weil sie eben zum Beispiel nicht den Säugetier-Egoismus so akzeptieren, wie er nun mal ist, sondern eben immer irgendwie etwas anderes wollen, was dann aber dazu führt, dass es wieder zu mehr scheiterndem Leben kommt. Ja, die Gesundheitssparten und so weiter. Alle haben irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer, die am Ende zum Beispiel Dauerpatienten, Dauerkunden erzeugen, Dauerarbeitslose, Dauerobdachlose, Dauerpatienten, Dauerkranke, Dauerkriminelle. Und ja, also Kunden, die Polizisten sagen auch zu den Kriminellen, oh ja, das ist ein bekannter Kunde von uns, ne? Ein Gewohnheitskrimineller, ne? Gescheitertes Leben auf diese Weise. Und ja, ich mach mal das Beispiel mit der Mutter und dem Kind. Ja, also eine Mutter ist mit dem Kind nur 0,5 verwandt. Aber das ist das Höchste, was eine Mutter erreichen kann. Sie kann sich selbst ihr eigenes Leben egoistisch in die Zukunft nur verlängern durch ein Kind, das zu 50% ein Ableger von ihr selber ist. Das heißt, das Kind ist so viel sie selber, wie es geht. Denn die Natur hat aus gutem Grunde es so gemacht, dass die Mutter sich nicht direkt Ableger von sich produzieren kann, sondern angewiesen ist auf die DNS der Männer, damit genügend Ungleichheit entsteht. Ja, es gibt ja auch viele vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten zum Beispiel, dass die Leute sagen, wir brauchen eine Welt der Gleichheit. Die Evolution ist aber darauf angelegt und hat nur deswegen die Sexualität erfunden und den an sich überflüssigen Mann erfunden, weil der nur eine Aufgabe eigentlich hat, eine wichtige, nämlich Ungleichheit zu erzeugen durch diese genetische Kombination, die jetzt stattfindet. Ja? Denn die Mutter könnte sich selbst klonen, aber dann wäre nicht genügend Ungleichheit und damit wäre die Mutter vom Aussterben bedroht, weil immer das Gleiche auch gleich leicht angreifbar ist. Und gerade in diesem ständigen sich verändern liegt die Überlebenschance sozusagen. So, und jetzt, wenn eine Mutter zum Beispiel wirklich selbstlos würde, also keinen Egoismus hätte, also ihren eigenen Ableger sozusagen vernachlässigen würde und also wenn sie wirklich schenken würde, dann würde das bedeuten, dass sie einer anderen Frau zum Beispiel selbstlos hilft und deren Kind ernährt und dafür das eigene Kind vernachlässigt. Wenn man dieses Beispiel nimmt, wird eigentlich die Unmöglichkeit dieser Selbstlosigkeit oder des Nicht-Egoismus sichtbar. Wenn die Mutter wirklich ernsthaft schenken würde, dann würde sie einer anderen Frau helfen, deren Kind zu ernähren. Aber darüber würde eventuell ihr eigenes Kind verhungern. Und genau eine Mutter, die so etwas tun würde, würde mit diesem Programm zu schenken aussterben, weil ihr Kind verhungern würde und dadurch ihre Linie aussterbt und damit stirbt die Linie des Schenkens in der Evolution aus und übrig bleibt nur die Linie der Personen, die wenn dann höchstens Geschenke annehmen, aber selber nicht schenken. Denn schenken kann ja diese Mutter auch nur, wenn diese andere Mutter diese Geschenke annimmt, ohne sie sofort zurückzugeben. Ja?
sonst, dann ist es ja kein Schenken mehr, wenn es sofort zurückgegeben wird. Aber wenn es wirklich ein selbstloses, unegoistisches Schenken wäre, dann überlebt in dem Kind der Mutter diejenige, die Geschenke annimmt. Es piepst, ich mache nur noch den Gedanken zu Ende. Diejenige, die Geschenke annimmt, die überlebt in der Evolution, weil sie ihr Kind satt kriegt. Aber die Mutter selbst, die geschenkt hat, die lässt ihr Kind ja verhungern, weil sie schenkt. Und damit stirbt ihre Linie aus. Und damit ist sie tot sozusagen und ausgestorben wie die Dinosaurier. Und damit will ich sagen, dass all diese Ideen, dass wir den Egoismus als ignorieren könnten und den Menschen als selbstlos ansehen könnte, dass es sich dabei um vorteilbringende Irrtümer handelt, all der Sparten, die von dem dann resultierenden, scheiternden Leben profitieren können. Und insofern halte ich diese Ideen für vorteilbringende Irrtümer bestimmter Sparten. Ich gebe weiter und ich glaube, der Henning müsste dran sein, ne? Ja, danke fürs Wort. Und zu der Selbstlosigkeit einer Mutter, weil Mütter gebären auch Zwillinge oder Drillinge oder sogar auch mehr. Und Mütter sind auch durchaus in der Lage, diese zu ernähren. Das heißt also, wenn eine Mutter bedingungslos einer anderen Mutter ihr Kind miternährt, heißt das noch lange nicht, dass ihr eigenes Kind verhungern muss. Nur mal so als Korrektur von dem, was du gerade gesagt hast, so wie ich das sehe. Und zwischen Selbstlosigkeit und Bedingungslosigkeit ist auch ein großer Unterschied. Und den denke ich gerade erklärt zu haben. Weil die Bedingungslosigkeit ist ja eigentlich das, was uns auch die Symbolik einer Münze letztendlich erklärt und sagt. Weil die Bedingungen oder zwei Bedingungen, die auf der Münze aufgezeichnet sind, Zahl und Kopf oder wie auch immer man das nennen mag, heißt ja, dass also die Substanz des Geldes, des Metalles oder die komprimierte Nicht-Lebenssubstanz, das Metall ist, die Bedingungen in Einheit und in Einigkeit hält, ist ja auch die Kunst am harmonischen Zusammenleben letztendlich. In Einheit und in Einigkeit. Und die dürfen wir wieder lernen. Und wenn ich sage, dass wenn ich das Geld nicht benutze, sondern die Schöpfergesetze achte, die uns sagt mit dem Geld, wir möchten das doch bitte in Einheit und Einigkeit halten, dann frage ich immer, wie kommen wir jetzt dazu, uns einig zu werden, dass wir uns gegenseitig beschenken? Und das ist eigentlich das, was wir weitergeben dürfen. Und wenn wir das weitergeben können, dass derjenige, der vorher Geld gefordert hat, sich auch dieser Bedingungslosigkeit annimmt und auch weitergibt, dass er das, was er braucht, um seine Waren zu produzieren, auch geschenkt bekommt. Und wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo durch die Inflation, durch die Preissteigerung selber, wir eigentlich wieder dem Lebenswert näher kommen, der eigentlich unendlich und unveräußerlich ist und eigentlich unbezahlbar ist. Weil das Leben kann man nicht kaufen. Wer Leben kauft, ist ein Sklave oder Sklaventreiber. Und das ist verboten. Das heißt, es ist nicht nur verboten, es zerstört letztendlich das Leben. Und das dürfen wir erkennen, gerade jetzt in dieser Zeit. Und wenn wir nicht mehr mit Geld bezahlen können, dann sollten wir wenigstens die Symbolik des Geldes achten. Und das ist eigentlich etwas ganz Einfaches, was man begreifen kann. Und die dritte Seite, die Trinität des Ganzen, des Lebens, die Dreidimensionalität, die dritte Seite ist immer ohne Bedingungen. Da steht nichts drauf von irgendwelchen Bedingungen, wie auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Und diese einfache Symbolik oder Logik oder wie auch immer, kann jeder anwenden, wenn er es erkennt. Das ist genauso wie jemand, der sich krank fühlt, zum Arzt geht und der Arzt kann die Krankheit nicht erkennen. Solange die Krankheit nicht erkannt wird, kann sie auch nicht geheilt werden.
die Heilung kann erst passieren oder geschehen, wenn die Ursache erkannt wird und auch behoben wird, wie in den Spontanheilungen von Lourdes. Und das ist etwas ganz Wunderbares, was also diesem Leben oder der Lebendigkeit des Lichts und am Leben jederzeit passieren kann. Durch unsere Gedankenkraft, durch unser Handeln. Wenn wir wieder richtig und gut handeln und gute Gedanken haben, auch in der Kohärenz sind mit unseren Gedanken, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, wenn viele Menschen meditieren oder den Gedanken auf die Erde bringen, dass das weniger Diebstahl begangen wird oder dass Kohärenz betrieben wird, dass also Kriminalität zurückging in ihrer Häufigkeit. Das ist nachgewiesen worden. Und wenn wir wirklich in die Liebe gehen, in die Achtsamkeit gehen, in die Bedingungslosigkeit, durch Helfen und Schenken, einzig durch Helfen und Schenken, alles andere bringt diese kosmische Ordnung ins Ungleichgewicht. Und wenn wir das achten oder wieder achten oder auch dazu kommen und dazu handeln, dann gehen wir in eine gute, gute Zukunft. Und dabei möchte ich es belassen und ich verabschiede mich schon mal für heute und sage allen Zuhörern und Zusehern, ciao. Wir hören. Okay, falls ich dran bin, danke den Vorsagern. Ciao Henning. Ich bin gespannt, was weiter passiert und geht wieder weiter. Danke. Ja, danke den Vorrednern. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir 9:55. Mal gucken. Die Runde geht ja jetzt noch rum. Mal schauen, wie lange es dann ist. Dann ist es auf jeden Fall schon mehr als 10 dran. Okay, ich sage mal so, warum das Schenken tatsächlich die Form ist, die dem Leben insgesamt entspricht, auch dem kosmischen Leben, wenn es sowas gibt, das Leben insgesamt. Das ist ja struktur- oder systemlogisch einfach zu erklären, weil Schenken bedeutet, ich tue das, was ich mache, ohne Bedingung einer Gegenleistung, einer direkten Gegenleistung. Das ermöglicht es mir, frei zu sein von dem kleinen Geschachere, den kleinen Splitterrechnungen und einfach nach dem zu gehen, was sinnvoll ist für das Ganze oder die Gesamtrechnung. Schönes Beispiel, was ich ja immer nehme, sind die Zellen im Organismus, im Körper zum Beispiel, in unserem Körper. Die bekommen das, was sie brauchen von irgendwelchen Stellen und geben es an irgendwelche anderen Stellen weiter, was sie zu geben haben. Und keiner würde sagen, das läuft an einer Stelle nur, wenn es dann direkt eine Gegenleistung, eine ausgleichende oder profitable Gegenleistung gibt. Wäre wie, als würde man diesen lebendigen Fluss des Ganzen mit der Axt zerhacken in solche Einzelabrechnungen. Tollstes Beispiel in meinen Augen sind die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, deren Aufgabe darin besteht, so Krankheitserreger aufzufressen und dann mit ihnen ausgeschieden zu werden. Macht kein Mensch, keine Zelle oder kein Mensch, wenn er da jetzt danach rechnet, was kriege ich da als Splittervergeltung für. Das macht man, weil man so sein eigenes Wesen so spürt, dass das eben dieses einheitliche Zellprogramm und Lebensprogramm ist, also jeder einzelne Zelle, auch jedem Leukozyten, ist ja diese DNA drin, sodass die Erfüllung dieser Lebensweise, dieser Aufgabe, ist das Höchste, ist das Flashigste. Also ich sage immer, für Menschen als denkende Tiere muss das richtige Denken eigentlich besser sein als jeder Orgasmus. Ja, und insofern, klar, das Schenken macht uns frei von diesen Splitterfesseln. Kann uns machen. Und ich bin ja dann der Auffassung, dass, wie ich schon, ich gehe es ja so nüchtern an, wie ich heute in meinen Beiträgen insgesamt geredet habe, wenn wir alleine anfangen, offen lassen, was wir sonst so denken und für richtig halten oder für Visionen haben oder tiefe, weise Einblicke und was weiß ich. Wenn wir alleine sagen, wir sind für freie Argumentekultur und wir sehen ineinander diese Mitdenkenden, diese Argumente-Gleichberechtigung, dass es nicht anders geht, also man setzt sich nicht anders gegeneinander durch, als nach der Qualität der Argumente. Wenn wir so miteinander das Denken, das Planen, das Entscheiden, das Steuern,
Wenn wir das miteinander teilen, dann werden wir uns da so verbunden fühlen, dass wir auch das Übrige miteinander geschwisterlich teilen wollen. Also statt Blutsverwandtschaft wäre es Vernunftseelenverwandtschaft, Gesinnungsverwandtschaft dieser Art, die uns verbinden würde. Ich halte das für etwas viel Höheres und dementsprechend würde das viel schöner und ganzheitlicher und intensiver auch sein können. Okay, das dazu. Und wie gesagt, das heißt nicht hier gezogen auf die Gesellschaft um uns herum, dass das nicht vielleicht total nach hinten losgehen kann, wenn wir jetzt sagen, hier alle schenken, wenn das so Konsumsüchtige sind, die denken sich dann, ja, dann gehe ich in den Supermarkt und raffe alles raus, was ich kriegen kann und so muss ja nichts bezahlen und das ist jetzt die wahre Freiheit. Also es setzt wirklich auch, organisches Schenken setzt organisches Bewusstsein voraus, so würde ich das beschreiben. Alles andere kann auch sehr gefährlich sein. Aber natürlich ist es auch so, gewaltfreie Aktion heißt ja, ich bin bereit zum einseitigen Entgegenkommen für den anderen. Und dann kann man natürlich sagen, ich bin bereit auch gegenüber dem zu schenken, der jetzt konsumsüchtig ist oder kein organisches Bewusstsein hat, als Herausforderung für ihn, dass er dadurch den Zugang oder ja das Freilassen seiner Vernunftseele innerlich dann auch Schritt für Schritt erreichen kann. Also ich locke ihn sozusagen, ich locke die Vernunftseele in ihm sozusagen heraus. Okay, dann gibt es noch den Punkt, also natürlich ist das nicht neu, auch das, was ich jetzt sage, und es gibt wahrscheinlich Leute, die jetzt schon wieder sagen, ah, ist das nicht viel Wiederholung heute hier jetzt in der Sendung? Und dann ist meine einfache Antwort, ich habe ja zwischendurch gesagt, Leute, lasst uns voranschreiten. Jeder sein privates Nest öffnen hier, das ist schon mal ein Kommune-Keimling. Und Kommune heißt freie Argumente, Kultur, Menschengeschwisterlichkeit. Ne? Und so krempeln wir auch die Welt um mit gewaltfreien Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit, Zukunftskonferenzen und so weiter und so fort. Die Frage ist, haben wir das schon? Ich höre das Piepen, ich meine auch eben rum. Könnte auch mein letzter inhaltlicher Beitrag sein. Mal gucken, wie die Zeit dann voranschreitet. Ich würde sagen, wir sollten uns eher fragen, haben wir das oder haben wir es nicht? Wenn wir es nicht haben, sollten wir so lange darüber reden und am besten dieses Wesentlichste, diesen Kern, so lange wiederholen, bis wir es haben. Wie können wir dann über was anderes Neues reden, wenn wir dieses Entscheidende noch nicht verwirklicht haben? Dann müssen wir da dranbleiben. Das ist vielleicht das bessere Argument, als dann neuigkeitssüchtig zu werden. Ja, also insofern, macht es einfach alle, dann haben wir da dieses Grundfundament schon mal hinter uns und dann kann es weitergehen. Übrigens meine ich mit alle jetzt natürlich auch die Zuschauer oder alle, die meinen würden, es könnte vielleicht langweilig werden, weil wir da wiederholen, dass wir endlich unserem Leben diese Verantwortungsgrundlage geben sollten. Diese Offenheit, die sich öffnen füreinander. Ja, als letzter Kick noch vielleicht ganz was Neues. Ich lese gerade ein Buch auch über den intelligentesten Menschen, der je auf der Welt gelebt hat, William James Fidditz. Total faszinierend, wie sehr er in unsere Richtung hier gedacht hat. Ne? Ja, aber da erzähle ich vielleicht, wenn ich Zeit habe, dann beim nächsten Mal noch was von. Und ansonsten habe ich mein Wesentliches gesagt und gebe weiter. Ja, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. Ja, also ich wiederhole ja heute gar nicht, sondern wir sind ja auf einem ganz entscheidenden Punkt. Konsens ist die Frage, die freie Argumentekultur und dass wir nach versuchen, nach Argumentequalität die Zukunft der Menschheit zu machen. Und ich sage, das Wesen, der Inhalt der freien Argumentekultur muss eben auch die Diskussion sein, wie weit die Idee eines selbstlosen Schenkens eventuell ein vorteilbringender Irrtum sein könnte. Und ich zeige nur mal einige Widersprüchlichkeiten auf, die für mich erfahrungsgemäß immer ein eindeutiger Hinweis auf einen vorteilbringenden Irrtum irgendeiner Sparte sind, die davon profitiert, wenn wir unrealistische Vorstellungen in die Köpfe bekommen, sozusagen. Ja? Also der Henning hat vorhin gesagt, die Frau kann doch auch ihre eigenen Kinder ernähren und dann noch das Kind der anderen Frau und die andere Frau beschenken. Diese Widersprüchlichkeit, die wird sofort deutlich, wenn man sich klar macht, das kann nur eine reiche Mutter.
Das muss ja eine Mutter sein, die Überfluss hat, die Reichtum hat, die also ihre Kinder ernähren kann und dann noch viel Überfluss hat, um dann noch die andere Mutter und das andere Kind zu beschenken. Aber was ist bitteschön mit der armen Mutter? Muss sie dann auf das wahre Glück des selbstlosen Schenkens und damit auf ihren wahren Lebenskern verzichten, nur weil sie gerade mal so viel hat, dass es reicht, für ihr eigenes Kind zu ernähren, und wo das eigene Kind verhungern würde, wenn sie schenken würde und die andere Mutter ernähren würde? Solche Widersprüchlichkeiten sind immer für mich immer ein Hinweis darauf, dass da eben ein vorteilbringender Irrtum unterwegs ist, der einfach grundsätzlich gar nicht stimmen kann oder nicht stimmt. Ja? Und das Wesen der freien Argumentekultur ist ja gerade, dass ich sage, wir müssen nach Argumentequalität versuchen zu gehen und müssen erkennen, dass diese Ideen eventuell nicht realistisch und nicht realisierbar sind. Ja, jetzt mache ich noch das nächste ist, also nochmal, wenn Schenken unsere Erfüllung sei, dann könnten Arme also quasi nach dieser Formel nie Erfüllung erreichen, weil sie nicht so reich sind, dass sie schenken könnten. Und das sind alles so Paradoxien und kleine Widersprüche, die eindeutig dafür sprechen, dass die ganze Idee falsch ist. Dass es sich um einen vorteilbringenden Irrtum einer Sparte handelt, die quasi dadurch Leben scheitern lassen will. Ja, also quasi. Und dann zu den Zellen, zu den Leukozyten. Das ist so ähnlich wie bei den Ameisen. Erstens, naturwissenschaftlich gesehen, haben diese Zellen keine eigenen Fortpflanzungsorgane, haben also gar keine andere Chance, sich selbst zu helfen, außer dass sie sich für den Gesamtorganismus aufopfern. Zudem sind ja diese Leukozyten mit uns selber 1,0 genetisch verwandt, also genidentisch. Ja? Und sie haben keine eigenen Fortpflanzungsorgane. Aber schon mein Neffe ist nur noch 0,25 mit mir verwandt, hat eigene Geschlechtsorgane und kann also unabhängig von mir sich reproduzieren und Nachkommen haben. Und daraus resultiert ein gewaltiger Egoismus, dass ihm wird es immer wichtiger sein, eigene Kinder zu bekommen und hochzuziehen, als sich um meine Kinder zu kümmern. Und schon, ich glaube, Cousine ist schon wieder nur noch 0,125 verwandt. Und ein Mensch von hier zu Afrika, der ist mit uns vielleicht gerade noch 0,00001 verwandt. Also, und hat eigene Geschlechtsorgane und hat eigene Fortpflanzungschancen und demgegenüber wirkt einfach der Säugetier-Egoismus, der sozusagen, also quasi, oder ich will es mal so sagen, der vorteilbringende Irrtum wird deutlich dadurch, dass Vieh letztendlich die Leukozyten, die 1,0 verwandt sind, ich habe das Piepen gehört, ich mache nur noch den Gedanken rum, die Leukozyten, die 1,0 verwandt sind und keine eigenen Geschlechtsorgane haben, vergleicht unzulässigerweise mit Menschen, mit denen wir 0,00001 verwandt sind, und die eigene Geschlechtsorgane haben und Fortpflanzungsorgane haben. Und dieser Vergleich, dieser unzulässige Vergleich sagt mir wieder, die Idee muss auf ein vorteilbringender Irrtum irgendeiner Sparte sein. Ich gebe weiter. Ist der Henning noch da? Oder nee, der Henning ist schon wieder weg. Ich gebe weiter an Louis. Moment. Wir hören. Okay, danke den Vorsagern. Danke für die Technik. Also, so eindeutig, wie du das jetzt wieder formulierst und dann wahrscheinlich auch nicht wirklich meinst, ist es für mich nicht. So, aber ja, ich bin neugierig, was da gesagt wird. Damit belasse ich es so wieder. Danke.
Ja, danke den Vorrednern. Ja, der Punkt ist einfach der, dass wir auf einer anderen Begründungs- oder Logikebene sind. Wie ich schon sagte, man erkennt dann, dass egal, was da jetzt genetische Verwandtschaft ist oder wer da jetzt eigene oder nicht eigene Fortpflanzungsfähigkeiten hat, wenn wir darauf schauen, stellen wir fest, durch unser Denken sind wir die entscheidenden Steuerungswesen. Wir haben damit eine höchste Ebene erreicht, also von den jetzt existierenden Lebewesen, wie wir steuerungsfähig sein können, fürs Ganze. Und in dem Moment, wo ich eben erkenne, ein anderer Mensch hat diese Grundfähigkeit auch, erkenne ich darin eine Verbundenheit, eine Gleichwertigkeit, unabhängig, was da sonst ein Unterschied sein kann. Er kann ansonsten, was weiß ich, behindert sein und kann ganz andere Schwierigkeiten haben, mit seinem Charakter zu arbeiten, ach, was weiß ich. Ne? Aber wenn ich das so erkenne, dann ist das eine, wir sind verbunden durch diese Vernunftseele, durch diese höchste Bewusstwerdungs- und Steuerungsfähigkeit des Universums. Dann ist es so, ein anderer Punkt ist ja, ob ich das auch mit dem anderen jetzt anwenden will. Also auch die Menschen, die da als Konsumsüchtige um uns rumlaufen, haben ja prinzipiell diese Fähigkeit in sich. Und auch das erzeugt schon eine Begründung und kann erzeugen auch ein Bewusstsein oder ein Gefühl von Verbundenheit. Ist ganz wichtig auch. Deshalb ist es ja sinnvoll, gewaltfrei zu sein und sie zu locken sozusagen in dieses Vernunftseelen-Dasein, also wo man der Vernunftseele auch die Regie übergibt. Und dann ist es so, dass wenn man nicht nur diese Vernunftseele hat, sondern sich entscheidet, danach als Maßgeblichem zu leben, gemeinsam in so einer Vision, wie es der Dylan auch gut kennt, dieser kosmische Einheitsrausch, da im Geist, in diesem Gesamtbewusstsein, Einheitsbewusstsein. Wenn ich den anderen Menschen dann treffe und mich mit ihm darin verbinde, dann verbinden wir uns eben in der höchsten Fähigkeit, gemeinsam zu denken, zu planen, zu steuern. Und wenn wir das miteinander teilen, sozusagen das wichtigste, zentralste Steuerruder, dann werden wir auch die unwichtigeren Dinge miteinander teilen wollen. Menschengeschwisterlich halt, Vernunftseelengeschwisterlich. Und das reicht. Und wenn man das erkennt, dass das so seine innere Logik hat und dass diese Logik vernünftig betrachtet sicherlich die ausschlaggebendste Logik ist, dann macht man das und setzt sich über alles andere, weil wovon jetzt jemand vielleicht sagen würde, es spricht etwas dagegen, und sagen, ja lass doch. Dann testen wir als Versuchskaninchen, ob wir der höchsten Ebene folgen können, ob das auch praktisch geht, und dann reicht's. Und insofern ist das aus meiner Sicht ja auch total faszinierend. Also ich sehe mein Leben ja auch so, dass ich mich als Versuchskaninchen betrachte. Also dieser Geisteszustand, diese Orientierung ist ja bekannt, auch in der Wissenschaft. Post-Conventional Level oder Spirit Identification Level, wie ich es nenne. Auch dieses Einheitserleben, das zu dem der Mensch fähig ist. Ne? Das wird als mystisches Einheitserleben zum Beispiel bezeichnet und ist in allen großen Geisteslehren und Religionen ist enthalten, also diese Dimension des Menschen. Insofern, das können wir machen. Also, wer es kann, mache es einfach mit und wir schauen, wie gut wir dann für die anderen ausstrahlen können. Ich sehe dabei ohne weiteres, und deshalb bin ich ja so ein Fan der Mehrschienigkeit, dass diese kritischen Einwände, die Dylan formuliert, die muss man auf jeden Fall mit in Rechnung stellen. Also ich glaube, ganz realistisch betrachtet, ich hoffe, ich bin da auch kein naiver Utopist, die Beschreibung von denen auch mit diesem genbedingten Egoismus könnte für ganz, ganz viele Menschen die bestimmende Steuerung in ihnen sein. Mit der Möglichkeit und Hoffnung, die man natürlich haben kann, dass sie sich da entwickeln können, auch davon wegentwickeln können, auch hin entwickeln können zu dieser Vernunftseelensteuerung. Aber realistisch ist es aus meiner Sicht zu sehen, dass diese Mechanismen, die Dylan da beschrieb, auch aus den Genen heraus, die sind schon gewaltig, die wirken stark. Es ist eher die Frage, ob wir mit der anderen Logik da überhaupt irgendwie gegen ankommen können. Das ist echter Realismus, das zu sehen in dieser Gewichtung. Und deshalb ist Mehrschienigkeit und der Versuch, auch diese Menschen jetzt nicht nur zu locken, indem man sagt, hier, ich erkläre euch die Vernunftseele,
sondern auch durch solche Belohnungsmechanismen. Ja, da höre ich das Piepen. Also auch durch solche Belohnungsmechanismen wie Wohlfühlstimme, die Menschen da zu locken oder hinzuführen auch auf dem Weg, dass sie merken, das tut mir einfach besser, wenn ich so mich orientiere. Das ist ungeheuer wertvoll. Also Mehrschienigkeit ist toll. Und wenn uns was überhaupt retten kann oder noch die nötigen Effekte, die Wirksamkeit haben kann, dann bin ich ziemlich sicher, dann müssen wir sowieso alle diese Konzeptmöglichkeiten miteinander verbinden und alles zusammenweben und Kräfte bündeln. Ja, aber keiner hindert uns, füreinander Vernunftseelengeschwister zu sein und die Steuerung durch die Vernunftseele vorzuleben, dass das so uns bestimmen kann. Wer da übrigens sehen will, wie ich da beschrieben werde, also mit dem, was ich mache, da gab es einen tollen Film von der WDR-Sendung, das rote Sofa. Auf meinem Instagram-Kanal habe ich das als Video mit hochgeladen. Und da sagt, wie heißt der, Timon von Berlepp, so ein Magier und Hypnose-Coach, als er so ein Einspieler war, wie ich so lebe. Ja, der müsste aber wirklich jeden Tag in der vollen Selbsthypnose sein, ne, und nutzt den Effekt, der nannte das Neuroplastizität, um sich von innen einfach ganz anders neu zu erschaffen, ne, und dadurch kann er das, ne. Also hat mich gefreut. Und vielleicht funktioniert ja sowas wie Neuroplastizität. Ich gebe weiter. So, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. Ja, also diese Mehrschienigkeit ist genau das, was ich sehr empfehlen würde, eben empfehle, weil ich eben sozusagen es für möglich halte, dass eben doch für die Masse der Menschen sozusagen ja ein Egoismus in einem Universum, das mit DNS arbeitet, eben eventuell nicht so leicht überwindbar wäre. Und dass eben wir deswegen ja sagen, zunächst einmal sind wir schon mal mit dem Zwischenergebnis zufrieden, dass die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, und die ja den gleichen Grundansatz hat wie die GWÖ, wobei die GWÖ dann in der weiteren Technik sehr viele Fehler macht, übrigens auch Fehler macht, die typisch wieder Hinweise sind auf ihre Herkunft als vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten wieder sind. Nämlich da sind eine ganze Menge sozusagen Konzepte, wie ich ganz zu Anfang angesprochen habe, die so sogar Ansätze von Enteignungscharakter und so weiter haben. Aber im Kern ist der Grundansatz von Felber eben der gleiche wie bei uns. Nicht das Geld jetzt sofort abschaffen, nicht den Egoismus sofort abschaffen, nicht den Wettbewerb abschaffen, sondern den Wettbewerb einfach so umzudrehen, dass der uns Menschen Gutes tut, in einen Vorteil kommt. Also quasi in der Rangliste, die haben sogar auch ein Ranglistenbild sozusagen, in der Rangliste nach oben kommt. Also derjenige, der uns Gutes tut, der in der Marktwirtschaft eher das Nachsehen hat, der hat dann in der Gemeinwohlwirtschaft das Vorsehen, nicht das Nachsehen, sondern der ist in der Rangliste oben, das ist der Top sozusagen, ja. Und das heißt, Felber, trotz all seiner vorteilbringenden Irrtümer, die in seinem Konzept mit rumgeistern, hat er auch diesen Realismus, ja, Vorsicht, wir greifen lieber erstmal nicht den Egoismus an oder machen nicht ein Konzept, das einen unegoistischen Menschen verlangt. Wir machen ein Konzept, das auch nicht den sofort Geld aufgebenden Menschen verlangt. Wir machen auch nicht ein Konzept, das wirklich sofort jede Form des Wettbewerbs
nicht verlangt. Er will zwar wegkommen irgendwie von der Konkurrenz, aber auf der anderen Seite ist natürlich das immer noch Wettbewerb, wenn die Unternehmen darum konkurrieren, wer hat die höchste Gemeinwohlbilanzpunktzahl und kriegt dementsprechend mehr Geld vom Staat zum Beispiel, mehr finanzielle Vorteile von Seiten des Staates. Das ist nach wie vor Wettbewerb, ja. Und da bin ich auch froh darüber, dass Felber immerhin so viel Realismus hat, dass der Grundkern seines Konzeptes der gleiche ist wie bei uns, der GWO. Und dass wir, wenn wir mit der Wohlfühlstimme, also wir wollen ja erfassen, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden, sodass wir wirklich sozusagen jedes Unternehmen, jeden einzelnen Unternehmer, jeden Hausarzt mit seiner Hausarztgesundheitsgemeinschaft dazu motivieren, dass er, wenn er schon egoistisch Erfolg haben will, dass er den nur noch haben kann, indem er unser Leben verbessert. Und viel mehr ist im Moment nicht zu erreichen. Und mit den Kommunen, ich habe wieder viele Stunden Zeit vergeudet mit all den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, von denen heute wieder niemand da ist. Vielleicht kommt ja am Montag jemand. Aber ich fürchte, das ist alles, war alles wieder rausgeschmissene Zeit für nichts, weil die Menschen durch den Kapitalismus so zerstört sind und so voll von vorteilbringenden Irrtümern, dass sie eigentlich eine kapitalistische WG suchen, sozusagen, wo man so Party machen kann und dann ab und zu ein paar Leute dabei hat, aber eigentlich keine wirkliche Gemeinschaft suchen, sondern eigentlich so eine lockere WG mit ab und zu mal am Grill ein bisschen Party machen und das dann für eine Gemeinschaft halten. Ja? Das ist es halt nicht. Oder nochmal so ein Gedanke, der so ein bisschen, jetzt wo es piepst, noch so ein Schlussgedanke, der ketzerisch ist, ja? Wenn es den Menschen so leicht fallen würde, selbstlos zu schenken, warum kommen die Leute, die vielen zig Leute, mit denen ich jetzt stundenlang telefoniert habe, warum sind die nicht so selbstlos und sagen, ich komme jetzt mal, weil ich meine Erfüllung leben will und schenke dem Dillen meine Arbeitszeit, dass wir seine Kommunenidee Gemeinschaft Köln Süd hier aufbauen und ich unterstütze das und ich arbeite mit an der draußen in an der auf der Straße und suche die nächsten Kommunenmitglieder und spreche das an. Und das mache ich einfach nur, weil ich ihm das schenken will, weil ich so selbstlos bin und so unegoistisch, dass ich ihm das schenken will. Stattdessen erlebe ich, dass diese Leute einfach nur knallharte Egoisten sind und einfach nur ihr Ding verfolgen, ihre Linie verfolgen, nur ihr Ding und überhaupt nicht die geringste Bereitschaft haben, jetzt mal irgendwie schenkend zu kommen in eine Kommune. Ja, und deswegen sage ich, ich bin erstmal nur zufrieden, wenn wir mit dem Vizekanzler wirklich die GWO hinkriegen würden, da wäre ich dann schon mal zufrieden im Sinne der Mehrschienigkeit, erstmal so ein paar Grundpfeiler korrigiert zu haben. Ob wir dann noch mehr erreichen Richtung Selbstlosigkeit und Schenken, wird man sehen. Sekunde, ich gebe weiter. Sekunde. Wo ist der richtige Knopf? So, ich hoffe, ich habe nicht den Fall. Ich höre. Also, falls man mich schon hört, danke ich den Vorsagern und gebe wieder weiter. Und vielleicht sucht ihr ja mit mir das Ende. Tschüss, erstmal. Wir haben es, weil wir haben ja jetzt schon 22:01 Uhr. Das Ende ist da. Für mich jetzt mal. ja, und wie gesagt, ich habe den großen Respekt und teile ein ganzes Stück weit die Skepsis von denen, wie weit der Mensch vom Egoismus sich befreien kann. Das muss uns ja nicht hindern, dass wir den Versuch einer aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune oder den Versuch einer ganzheitlichen, menschengeschwisterlichen Gemeinschaftsprojekten, dass wir das einfach so direkt machen können, wie wir es wollen. Machen wir auch. Also ich bin dankbar für alle, die jetzt dann sagen, hier, meine Wohnung ist offen, hier ist Kommune Keimling, ne? Statt da weiter zu angeklebt zu sein am bürgerlichen Privatismus.
Ja, und sonst habe ich eigentlich weiter nichts zu sagen. Werdet wesentlich, Leute, macht das, was ihr eigentlich für gut und richtig und beglückend haltet, weil das andere weniger bringt. Die Frage ist eigentlich nur, wie ehrlich man sich mit den Dingen beschäftigt. Das ist auch der Grund, warum so wenig Leute kommen. Also ich glaube, bei uns haben die das Gefühl, hier kann man nicht so rumeiern mit irgendwelchen Lieblingsalternativaspekten. Und deshalb ist das alles viel zu heiße Kartoffel. Mit der heißen Kartoffel hatten wir es ja in den letzten Wochen. Okay, das war mein letzter Beitrag. Ich umarme alle, auch die Zuschauer, durchs Telefon oder Internet sage bis zum nächsten Mal. Ja, dann können wir ja alle jetzt Tschüssi rufen, ja? Und ich beende die Aufzeichnung und kurz danach auch die Live-TV-Sendung, wo wir im Moment aktuell ein oder zwei Zuschauer immerhin hatten jetzt die meiste Zeit. Also, ich beende die Aufzeichnung. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao.